Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals. Todesbeert und sein bester Freund, der Lichtkönig, begrüßen euch zu diesem wunderbaren Video aus der Beta von Wrath of the Lich King Classic. Alles Leben muss enden. Befehl des Lichtkönigs. Die scharlachrote Enklave gibt es nicht mehr. Und um die Reste des Kreuzzugs wird man sich in Nordend kümmern. Oh, ich muss das anders vorlesen. Entschuldigung. Die scharlachrote Enklave gibt es nicht mehr. Und um die Reste des Kreuzzugs wird man sich in Nordend kümmern. Wir werden nun all unsere Aufmerksamkeit auf die Kapelle des Hoffnungswurms. Und gebt mir eure Seelen. Wir werden nun all unsere Aufmerksamkeit auf die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts richten. Wir werden es nicht mehr zulassen, dass diese Beleidigung an euren Meister weiter existiert. Ich habe meinen letzten Befehl erteilt. Geißelkommandant Talandor erwartet euch an Braumanns Mühle. Geht nach Nordwesten und durch die Höhle und ihr erreicht das giftige Tal. Folgt dem Pfad aus dem Tal heraus und ihr werdet zur Mühle gelangen. Enttäuscht mich nicht, Todesbeert. Erobert in meinem Namen. Mein Addon wirft Fehler aus, aber das ist mir jetzt auch egal, weil ich glaube, wir sind schon relativ weit. Ich muss nur ganz kurz gucken, wie wir jetzt da am besten hinkommen. Ne, wir können mich jetzt hier durch die Höhle durch, ne? Durch die Mine, glaube ich. Hat er gesagt, durch die Höhle. Also kann eigentlich nur die Mine gemeint sein. Die haben wir ja schon lange übernommen. Ja. Das Licht hat euch verlassen. Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals. Todesbeert und sein bester Freund, der Lichtkönig, heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde aus der Beta von Wrath of the Lich King. Euer Wille ist nicht der eure. Ich glaube, wir spielen heute das Ende der Kampagne. Labt euch, meine Kinder. Labt euch am Fleisch der Lebenden. Und ihr merkt, Arthas ist on fire. Befehl des Lichtkönigs. Die scharlachrote Enklave gibt es nicht mehr und um die Reste des Kreuzzugs wird man sich in Nordend kümmern. Wir werden nun all unsere Aufmerksamkeit auf die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts richten. Wir werden es nicht mehr zulassen, dass diese Beleidigung an euren Meister weiter existiert. Ich habe meinen letzten Befehl erteilt. Geißelkommandant Talandor erwartet euch an Braumanns Mühle. Geht nach Nordwesten und durch die Höhle und ihr erreicht das giftige Tal. Folgt dem Pfad aus dem Tal heraus und ihr werdet zur Mühle gelangen. Enttäuscht mich nicht, Todesbeert. Vernichtet alle, die sich gegen uns stellen. Ja, mein Lichtkönig. Kauert vor meiner schrecklichen Schöpfung. Enttäusche euch nicht. Und werde jetzt durch die Höhle da unten gehen. Ich glaube, die haben wir schon mittlerweile übernommen, denn das Phasing ist ja hier vorangeschritten. Ja, die Kampagne der Todesritter, sie muss ja irgendwie irgendwann zum Ende kommen. Wir müssen uns ja irgendwann der Allianz anschließen. Und wir haben ja Level 58 erreicht, sind also bereit für die, die Abenteuer im Burning Crusade. Ich bin super gespannt, ob ich jetzt hier überhaupt richtig bin. Es kann wieder sein, ich bin falsch. Weil hier oben ist kein Ausgang. Weiß ich nicht. Ist da ein Ausgang? Wir werden es sehen. Wenn nicht, bin ich einfach falsch. Und aber nach Nordwesten, das klang so richtig. Also irgendwie klang das so, als ob ich hier nicht völlig falsch bin. Aber ich bin, leider war meine Idee überhaupt nicht richtig. Naja gut, dann war diese Idee leider falsch. Ich dachte, ich wäre schlau. Aber nein, ich muss hier oben einfach nur rein, glaube ich. Wir gucken einfach mal. Irgendwie werden wir da schon hinkommen. Todesbeert, der ja wahrscheinlich desorientierteste Diener des Lichtkönigs. Aber eine coole Kampagne, muss ich sagen. Also geht auch ein bisschen fixer. Merkt man mittlerweile, dass Blizzard
ich renne hier gerade echt nur im Kreis, dass Blizzard mittlerweile da sehr darauf achtet, dass diese, diese Startgebiete ein bisschen kürzer werden, wobei die Startgebiete der traditionellen Völker und Klassen, beziehungsweise Völker ja eigentlich nur, die werden ja erst mit Cataclysm nochmal überarbeitet. Das sprich, alles, was es im Burning Crusade und in Classic schon gab, wird auch so bleiben. Nur die Kampagne der Todesritter, die ist eben völlig neu, weil, ja, wie gesagt, die müssen jetzt irgendwie sich mit der Horde und der Allianz verbünden, je nachdem, für welches Volk man sich zum Start entschieden hat. So, und ich überlege jetzt einfach, wie wir jetzt nach hinten zu dieser besagten Höhle kommen, die ins giftige Tal führt. Irgendwie wird das schon klappen, irgendeinem Weg muss es ja geben. Guck mal hier, das sieht doch ganz gut aus hier. Und da ist auch ein Höhleneingang. Es wäre dieser gewesen. So ist das Video einfach nochmal 5 Minuten länger. Ja, wunderbar. Wunderbar. Nee, Todesritter. Ich glaube nicht, dass das meine Klasse wird. Aber ich finde ihn auf jeden Fall jetzt hier in den paar Stunden, die ich gezockt habe, finde ich ihn schon ziemlich cool. So, der Giftpass. Ja, und hier sehen wir schon... Hier sind überall die Diener des Lichtkönigs. Der Angriff auf den Scharlachroten Kreuzzug. Er war erfolgreich, den gibt es ja nicht mehr. Der Scharlachrote Kreuzzug ist jetzt zum Scharlachroten Ansturm geworden und segelt gen Nordend. Wir zerschlagen hier die letzten Überreste und die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, die wir ja aus den östlichen Pestländern kennen. Ihr erinnert euch, die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, dort hat man viele Quests angenommen und unter anderem, genau, die Argentum-Dämmerung ist dort stationiert. Und von dort aus geht es ja dann auch, oder ging es in Classic gen Naxxramas. Naxxramas als Raid-Instanz gibt es ja in Classic nicht mehr in WoTLK. Naxxramas ist weitergezogen nach Nordend, deswegen die alte Version. Ja, ist ja okay. Okay, alles gut. Genau, Naxxramas wird ja dann die erste Raid-Instanz in WoTLK. So. Ich höre zu. Der Hochlord und die anderen Todesritter sind bereit zuzuschlagen. Wir werden den letzten Rest Leben von diesen Flecken Erde tilgen. Das Licht der Morgendämmerung, genau das ist die letzte Quest. Die Diener der Argentum-Dämmerung in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts lehnen sich gegen uns auf. Sie wagen es, sich der Geißel entgegenzustellen. Und allein aus diesem Grund müssen sie vernichtet werden. Die mächtigen Armeen... Der Himmel färbt sich rot vom Blut der Gefallenen. Der Lichtkönig wacht über uns, Diener. Hinterlasst nur Asche und Verderben auf eurem zerstörerischen Weg. Er wartet doch auf mich, ich muss ihn noch fertig lesen. Die mächtigen Armeen des Lichtkönigs stehen für die kommende letzte Schlacht um die Pestländer bereit. Heute werden wir als Helden der Geißel verewigt werden. Meldet euch bei Hochlord Darion Morgrain, wenn ihr kampfbereit seid. Er wird den endgültigen Marschbefehl geben und unsere Armeen bei der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts anführen. Genau, ich bekomme da eine Großaxt und ein Schwert, also je nachdem, was ich gerne möchte. Und ich kann zur schwarzen Festung zurückkehren. Genau. So, Licht der Morgendämmerung gefunden. Ja, wird ja irgendwo dann in diese Richtung sein, ne? Also, wir wollen ja... Ja, mein Addon ist leider ein bisschen kaputt. Aber sind jetzt alle in diese Richtung aufgebrochen. Deswegen sind jetzt auch in den Pestländern. So. Hier ist die Kapelle, ne? Genau. Da, wo sie auch ja, in den klassischen Gebieten ist, ne? Das ist hier ja nur gefaced, weil das Phasing ja ein ganz wichtiger... Oh, da vorne wird schon gekämpft. Ein ganz wichtiger Baustein von WoTLK ist. So, hier wird schon ordentlich gekämpft. Muss ich in die Kapelle rein? Ich,
Ich kann nicht! Die Klippe kämpft gegen mich an! Ich kann nicht! Die Klippe kämpft gegen mich an! Aber jetzt hier, wie gesagt, mein, wer sagt das? Ach, Tyrion! Tyrion, vordringen! Ja, das Licht der Morgendämmerung gefunden, aber wo finde ich denn das? Arschenbringer widersetzt sich mir! Es ist nicht an uns zu. Was ist los, Morgraine? Bring sie zur Kapelle! Gebt den Kampf auf, Todesritter! Wir haben verloren. Das Licht, dieser Ort. Keine Hoffnung. Was kommt da aus ihm raus? Irgendwas Dunkles kommt aus ihm heraus. Das Leben, das wir einst führten, habt ihr nichts gelernt, Junge? Ihr seid zu all dem geworden, was euer Vater immer bekämpft hat. Wie dieser Feigling Arthas habt ihr zugelassen, dass Dunkelheit und Hass euch verschlingen. Ihr labt euch am Elend derjenigen, die ihr gefoltert und getötet habt. Euer Meister weiß, was unterhalb der Kapelle liegt. Deshalb wagt er es nicht, sein Gesicht zu zeigen. Er hat euch und eure Todesritter in den Untergang geschickt, Tharion. Was ihr jetzt fühlt, sind die Qualen von 1000 verlorenen Seelen. Seelen, die ihr und euer Meister hierher brachten. Das Licht wird euch zerreißen, Tharion. Spart euch die Worte, alter Mann. Es könnten eure letzten sein. Alexandros! Vater! Mein lieber, werter Junge. Was ist... Vater, ihr seid zurückgekehrt. Ihr wart lange fort, Vater. Ich habe gedacht... Nichts hätte mich davon abhalten können, herzukommen, Tharion, zu meinem Heim und meiner Familie. Vater, ich möchte euch im Kampf gegen die Untoten beistehen. Ich will kämpfen. Ich kann nicht länger untätig herumsitzen. Tharion Morgraine, du bist kaum alt genug, ein Schwert zu halten, geschweige denn die untoten Horden von Lordaeron zu bekämpfen. Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlieren. Allein der Gedanke daran. Wenn ich sterbe, Vater, dann tue ich dies aufrecht und standhaft, die untoten Legionen herausfordernd. Wenn ich sterbe, so lasst mich gemeinsam mit euch sterben. Mein Sohn, der Tag wird kommen, an dem du Aschenbringer führen und mit ihm für Gerechtigkeit im Land sorgen wirst. Ich zweifle nicht daran, dass du an diesem Tag unser Volk mit Stolz erfüllen wirst und dass, dank dir, Lordaeron zu einem besseren Ort wird. Aber, mein Sohn, noch ist dieser Tag nicht gekommen. Denke stets daran. Rührend. Er gehört jetzt mir. Sprecht. Ihr habt mich betrogen. Ihr habt uns alle betrogen, Monster. Nun spürt die Macht von Morgraine. Erbärmlich. Ihr seid ein verdammtes Monster, Arthas.
wolltet Recht fordern. Ich habe sie in den Tod geschickt. Ihre Leben waren wertlos. Eures hingegen. Wie leicht es war, den großen Tyrion Fordring aus dem Versteck zu locken. Nun seid ihr schutzlos, Paladin. Nichts wird euch retten. Zum Angriff! Apokalypse! Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen Dieser muss. Dieser Tag ist nicht heute. Wir existieren nur, um ihm zu dienen. Er hat den Aschenbringer gereinigt. Was soll das? Unmöglich. Es ist nicht vorbei. Unser nächstes Treffen wird nicht auf heiligem Boden stattfinden, Paladin. Erhebt euch, Darion, und hört zu. Seine Augen sind stets auf euch gerichtet. Nur durch Zusammenarbeit können wir erfolgreich sein. Wir alle sind Zeugen einer schrecklichen Tragödie geworden. Das Blut guter Krieger ist auf diesem Boden vergossen worden. Ehrenhafte Ritter erschlagen, während sie ihr Leben verteidigten. Unsere Leben. Auch wenn wir dies niemals vergessen werden können, so müssen wir in unserer Sache standhaft bleiben. Der Lichtkönig muss für das, was er getan hat, zur Rechenschaft gezogen werden. Er darf unserer Welt keinen weiteren Schaden zufügen. Ich gebe euch jetzt ein Versprechen, Brüder und Schwestern. Der Lichtkönig wird fallen. Heute fordere ich die Gründung eines Bunds. Die Argentum-Dämmerung und der Orden der Silbernen Hand werden zusammenstehen. Wir werden obsiegen, wo so viele vor uns versagt haben. Wir werden Arthas bekämpfen und wir werden die Mauern von Eiskrone niederreißen. Der Argentum-Kreuzzug kommt, euch zu holen, Arthas! Ebenso die Ritter der Schwarzen Klinge. Obwohl unsere Art keinen Platz in eurer Welt hat, werden wir dafür kämpfen, den Lichtkönig zu Fall zu bringen. Das schwöre ich. Okay, das war das Licht der Morgendämmerung. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung gehabt. Gehorcht oder werdet vernichtet. Das Licht der Morgendämmerung. Für uns wird es keine Buße geben, Todesbärt. Wir sind auf ewig dazu verdammt, als Monster auf dieser Welt zu wandeln. Der Lichtkönig mag uns zwar nicht mehr völlig beherrschen, doch die Geister unserer Vergangenheit werden auf ewig unsere Erinnerungen heimsuchen. Wir müssen es also auf die einzige Art und Weise wiedergutmachen, in die wir uns verstehen, das Töten. Ich ersuche euch also, mir nach Archeros zu folgen und dort als Ritter der Schwarzen Klinge zu dienen. Gemeinsam werden wir den Lichtkönig vernichten und der Geißel ein Ende machen. Okay, gut, ja, mache ich gerne. Archeros zurückerobern. Der Dunstschleier hat sich gelüftet. Nun kann ich genauso klar sehen wie an dem Tag, als ich den Aschenbringer in mein eigenes Herz rammte, um meines Vaters verfluchte Seele zu befreien. Dies ist meine letzte Erinnerung an mein Leben als freier Mann. Wir müssen Archeros von der Geißel zurückerobern, wenn unser Orden in dieser neuen Welt überleben will. Ich habe euch gezeigt, wie man ein schwarzes Tor beschwören kann. Das Tor wird euch zurück nach Archeros befördern, wenn ihr es ruft, Todesbärt. Ruft es herbei und trefft mich dort. Die erste Schlacht der Ritter der Schwarzen Klinge ist im vollen Gange. Zieht los und richtet Chaos und Verwüstung an. Oh, da muss ich aber ganz, ganz schnell in die Talente rein, denn, die Talente wurden nicht zurückgesetzt. Ich habe aber noch ganz schön viele unverteilte Talente.
Eure Treffer mit Waffen haben eine Chance von 3%, dass aus dem Ziel 2 bis 4 Blutwürmer hervorbrechen. Das ist klingt auf jeden Fall witzig. Ich vergebe hier einfach nur wie immer random meine Talente. So. Bedeutet, ich habe jetzt, wo habe ich den einen Skill jetzt gerade bekommen? Da, Rang. So. Ja, und ich kann natürlich jetzt noch mein Portal beschwören. Da, schwarzes Tor. So, dann ja. Auf Archerus, von der Geißel zurückzuerobern, jetzt wo ich kein Mitglied der Geißel mehr bin. Ja, böse Geißel, die muss ich jetzt fertig machen. Geht ja gar nicht, was diese Unholde da treiben. Lua-Fehler, genau. So, der Lichtkönig ist nach Nordend zurückgekehrt, verwundet vom Aschenbringer. Doch auf der zweiten Ebene befindet sich noch immer die letzte seiner Armeen. Die Schlacht um die schwarze Festung, die Hallen des Befehls wurden gesichert, doch der Lichtkönig hat uns ein kleines Geschenk im Herzen von Archerus zurückgelassen. Der zusammengenähte Schreckenflickwerk und eine Horde von Monstrositäten haben die zweite Ebene in ihre Kontrolle gebracht. Benutzt den Teleporter, um auf die zweite Ebene zu gelangen und zerstört die restlichen Streitkräfte der Geißel. Greift Flickwerk auf keinen Fall alleine an. Ihr müsst das Ungetüm mit anderen Todesrittern von Archerus bekämpfen. Geht, Todesbärt, meine Kraft wird euch tragen. Gut, dann auf in die zweite Ebene. Naja, erstmal 10 seiner Diener töten. So, gleich mal ein paar mehr hier ran. So. Wir sagen, stimmt, die Walküre sind ja auch gegen uns hier. So, kommt, helft mal gegen die Walküre hier. Sie zählt auch als eine Dienerin der Geißel. Ist ja auch logischerweise eine. So. Schön, dass ihr alle da vorne immer steht und darauf wartet, dass ich zu euch gelaufen komme. Bevor ihr mir im Kampf hier beisteht. Ihr seid ja eine dolle Truppe. Haben sie uns ja wirklich die Besten der Besten der Allerbesten zurückgelassen hier. Um Archerus zurückzuerobern. Gar nichts zu sagen hier. Ich muss erstmal kämpfen. So, Flickwerk. Steigen wir ein in den Kampf. Oh, er wird schon gerade von einem anderen bekämpft. Der ist aber leider, glaube ich, gestorben, oder? Nee, ist er nicht. Oh, wieso hat er denn jetzt weggeklickt hier, Bruder? Ich will dich doch einladen in eine Gruppe. Wir kämpfen gemeinsam. Sehr gut. Dann ist auch Flickwerk jetzt für mich gleich markiert. Sehr gut. Aber eigentlich darf doch Flickwerk gar nicht. Ist doch ein Boss aus Naxxramas. Egal. Kann der wieder zusammengeflickt werden? Kann ja wieder zusammengeflickt werden. So. Oh, jetzt ziehen die mich noch zurück hier oder was? Darion, ich komme zu dir. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht alle oben durch die Wand. Darion, Aufgabe ist erfüllt. Gut gemacht, Todesritter. Um die verbliebenen Diener der Geißel wird man sich im Nu gekümmert haben und der Wiederaufbau kann von neuem beginnen. Ich habe eine allerletzte Aufgabe für euch. Auf den Spuren der Könige. Ihr seid von nun an für den Rest der Ewigkeit ein Ritter der schwarzen Klinge, Todesbärt. Doch ihr wisset, einst wart ihr ein Held der Allianz.
Darion starrt euch an. Dieser Orden muss Verbündete finden, wenn er überleben will. Ihr sollt der Repräsentant der Ritter der Schwarzen Klinge sein und euch der Allianz zeigen. Auf der Plattform südöstlich von mir befindet sich ein Portal nach Sturmwind. Hier, nehmt diesen Brief. Lord Fordring trug mir auf, ihn euch zu geben. Ihr sollt ihn König Varian Vryn bringen. Benutzt das Portal. So, genau. So, auf nach Sturmwind. Oh oh. Ja, ich sollte mal mein Schwertchen wegstecken. Nicht, dass die mich hier als zu suspicious empfinden. Aua. Ah ja, ich werde jetzt hier mit verfaulten Äpfeln beworfen. Genau. Ich wollte diesen Brief ganz gerne lesen. Erstmal meine neue Klinge einsetzen. Stimmt, habe ich noch gar nicht gemacht. Oh ja. Habe ich hier mein richtiges, geiles Runenschwertchen. So. Ja, bewerft mich nur ruhig. Ah ja. Majestät, o gnädiger König, möge das Licht eure Hand führen und euer Herz erfüllen. Wartet noch mit eurem Urteil über diesen gefallenen Helden und sei es nur für einen Moment. Aber hört mich an, der Träger dieses Briefes ist ein ehemaliger Streiter der Allianz. Obwohl der Gestank des Todes und das Erscheinungsbild der Geißel an ihm klebt, so hat er doch die Seele eines Helden. Eine Seele, die erst vor kurzem in ihren Körper zurückkehrte. Todesbert repräsentiert eine neue vereinigte Front gegen den Lichtkönig, die sich die Ritter der Schwarzen Klinge nennen. Ja, Majestät, Todesritter haben sich gegen ihren früheren Herren gewandt. Sie werden vom Sohn des Fürsten Alexandros Mograine angeführt, dem Aschenbringer. Sie verfolgen dasselbe Ziel wie wir, aber das Ziel, das alle verfolgen, das Ende der Geißel. Ich verlange nicht, dass ihr Todesbert und die Ritter der Schwarzen Klinge in die Allianz aufnimmt. Ich bitte nur um Toleranz. Denkt daran, Majestät, durch Ehre und Blut dienen wir alle. Hochachtungsvoll, Hochlord Tyrion Fordring. So, hi Leute. Ja, ich bin's. Ich bin's, ein Todesritter. Ja, ihr habt alle Angst vor mir. Ja, ich bringe Tod und Verderben. Ja, ich habe viele von euch getötet und habe Havenau ganz schön dezimiert und eigentlich... kann ich hier schon Quests annehmen? Wunderbar. Nein, kann ich nicht. Ich muss nämlich erstmal zur Burg. Ja, hi Leute. Na, wie geht's euch? Alles schön? Ja, ich komme nachher vorbei und kauf mir einen Apfel. Hi Thomas, na und alte Emma. Ja, oh Gott, ja. Lecker. Verfaulte Äpfel. Die stinken ja genauso wie ich. Haha, ein guter Witz. Ich merke, wir kommen gut miteinander aus. Wir können uns wohl alle riechen. Haha. So, schnell jetzt mal hoch die Burg und dann... Ja, gucken, dass wir hier irgendwie heil aus der Sache rauskommen, denn gegen so viele Royal Guards bestehe ich ja nicht so im Kampf. La 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 la, schnell weiter hier. Sehe schon ein bisschen böse aus, ich weiß. Hi Leute, ach guck mal, da oben ist er ja, Varian. Hi Varian, na, wie geht's? Für euren Dienst gegenüber der Allianz ist euch der Danksturm ins Gewiss. Ihr habt nur noch Sekunden zu leben. Varian starrt in die Ferne. In der Tat, alter Freund, Blut und Ruhm. Varian richtet seinen Blick auf euch. Wäre dieser Brief von Tyrion nicht, wärt ihr nichts weiter als ein Fleck auf meinem Boden. Nur die Empfehlung eines der größten Paladine, der jemals gelebt hat, hätte euer Überleben sichern können. Wir werden zusammen gegen die Geißel kämpfen, gegen den Lichtkönig. Ehre der Allianz! Da der erste und letzte. Nathanos Maris was the first and the last of the human ranger lords, a disciple of Sylvanas Windrunner, now the Banshee Queen of the Forsaken. We had thought that Nathanos had been killed in action in the defense of Lordran 5 years ago. All through his corpse was never recovered. It was assumed that he did not make it out of the Eastern Blacklands. Matthias Shaw has been investigating the disappearance and may have some new information. Report to him at once. He resides in Old Town at the barracks.
sprecht mit Meister Matthias Shaw in der Altstadt von Sturmwind. Er wohnt in der Kaserne. Niemals wieder wird unser Königreich. So, ja, das dürfte dann die Questline um Nathanos Pestrufer sein, ne? Kennen wir ja aus den späteren Add-ons, also gerade aus, also vor allem aus dem Add-on Battle for Azeroth. Denn da war Nathanos ja der engste Vertraute von Sylvanas. Genau, und wir sind jetzt offiziell ein Mitglied der Allianz. Also, ne, wir haben es geschafft. Also das Licht der Morgendämmerung, Darions Kampf gegen die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, doch darunter ist etwas vergraben. Ich denke, dass darunter die Überreste von Alexandros Mograine vergraben sind, seines eigenen Vaters, glaube ich zumindest, den er ja umgebracht hat, ne, wie es ja so üblich ist in der Warcraft-Lore, immer dieser Vatermord. Und ja, dadurch konnte sich Darion vom Willen des Lichtkönigs lösen und Tyrion im entscheidenden Moment dem verderbten Aschenbringer zuwerfen, sodass dieser ihn wieder entverderben konnte. Und Arthas, ja, die Macht des Aschenbringers natürlich fürchtet, ist eine sehr heilige Waffe, eine sehr starke Waffe gegen die Geißel, auch gegen Arthas. Und er deswegen sich zurückgezogen hat und ja, uns, also alle, die Tyrion nahestehen, befreit hat aus seiner Dienerschaft. Und dadurch bin ich jetzt zwar immer noch ein Todesritter, aber immerhin ein freier Todesritter. Und als Mitglied der Schwarzen Klinge auch Teil der Allianz, um mal kurz die Story zusammenzufassen. Braucht ihr Hilfe? Nach einigen Berichten über ungewöhnliche Aktivität der Verlassenen in östlichen Pestländern wurden Agenten von SE7 zur Ermittlung hingeschickt. Die Resultate dieser Ermittlungen sind beunruhigend. Ehret die Toten. 5 of my best field agents were assigned the Maris case. 1 returned, only to end up dead in his sleep 3 days later. What little information we did manage to get out of him was incoherent gibberish. We made out of 2 words. Nathanos and Blightcaller, zu Deutsch Pestrufer. I do not have the available manpower to continue this investigation and Ravenhold will not assist us. We must get to the bottom of this, if only to provide closure to the families of the deceased. Will you help? Sprecht wieder mit Matthias Shaw, wenn ihr seine Aufgabe annehmen wollt. Seid vorsichtig. Was kann ich für euch tun? Ja, es gibt weniger Erfahrung, ist also eine reguläre Quest. Ist jetzt keine. Das ist jetzt keine Todesritter-Quest. Nein, der Todesritter hat seine Quest abgeschlossen. Also ich glaube, dass es keine Todesritter-Quest ist. Ich glaube, das gehört auch nicht mehr mit zum Start des Ganzen. Wir können jetzt in die Gebiete der Scherbenwelt gehen und können jetzt da weiter leveln und haben es damit ja erfolgreich geschafft, die Startkampagne der Todesritter abzuschließen. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat sich sehr schön gespielt. Man merkt das Phasing, was ja seit WoTLK Standard ist im WoW, dass sich Gebiete weiterentwickeln, dass Storys dynamischer erzählt werden. Auch die Intensität der Geschichte hat sich super unangenehm angefühlt, da diese ganzen ruchlosen Morde quasi zu begehen oder zu unterstützen, dass sie begangen werden können an der Bevölkerung von Havenau. Das war wirklich super unangenehm zu spielen. Also das muss man sagen, da wird einem schon wirklich nochmal verdeutlicht, wie grauenvoll die Geißel und der Lichtkönig sind. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, so rein cineastisch, glaube ich, in einem späteren Add-on hätte es mehr Zwischensequenzen gegeben. Gerade der Kampf Tyrion gegen Darion, beziehungsweise Tyrion gegen den Lichtkönig. Das kam natürlich jetzt hier nur rein in-game, als Quest-Event animiert, jetzt nicht ganz so geil rüber. Das wäre dann später natürlich nochmal wesentlich intensiver. Ich weiß nicht, ob das später nochmal geändert wurde. Müsste ich mal nachschauen, denn ich habe mich nach WoTLK nicht mehr länger für den Todesritter interessiert. Der Todesritter war nie eine Klasse, die ich gerne oder bevorzugt gespielt habe. Deswegen, ja, war es auch mal für mich schön, nochmal das Startgebiet zu erleben. Also werde jetzt auch ehrlicherweise nicht in WoTLK plötzlich ganz groß als Todesritter durchstarten. Das machen andere, das überlasse ich anderen.
Dementsprechend, ihr lieben Freunde meines Kanals, bedanke ich mich ganz doll fürs Zuschauen. Ich bin ganz ehrlich, viel mehr Beta-Content aus WoTLK, dafür habe ich da auch zu wenig Ahnung und ich müsste super vieles erst spielen. Das gibt's auf anderen Kanälen, schaut euch das gerne bei anderen Kanälen an. Habt da euren Spaß mit. Man kann ja bei WoTLK zumindest die Gebiete, die Quests dort, kann man ja alle heute noch spielen in Retail als Teil der Chromie Time, also der Zeitwanderungskampagnen, also der Zeitwanderungslevel-Kampagnen kann man WoTLK noch spielen. Macht das gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Dementsprechend gibt es da nicht so viel Neues zu sehen oder Dinge zu sehen, die man jetzt heute nicht mehr spielen kann. Das war damals zum Release von Classic anders, denn Classic WoW kann man ja so in Retail nicht mehr spielen, denn da ist ja alles mit Cataclysm geändert worden. Und deswegen glaube ich, ja, das ist auf jeden Fall was ziemlich Cooles. Die Startquest der Todesritter. Super viele werden Todesritter spielen. Die Klasse wird sehr beliebt sein zum Start von WoTLK. Deswegen, ja, habt da euren Spaß mit. Natürlich gibt es auch von mir wieder ein Community-Projekt, dem könnt ihr gerne beitreten, wenn ihr möchtet, kommt einfach zu uns auf den Discord, da bekommt ihr alle Infos. So, ihr lieben Freunde meines Kanals, ich verabschiede mich, bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, freue mich auf euer Feedback und auf eure Kommentare. Wir sehen uns dann in einem neuen Projekt wieder, das ich auf dem Kanal spielen werde. Nebenbei zocke ich ja noch Resident Evil 4 und es gibt ja auch noch andere Spiele, die ich vielleicht weiter zocke oder neu anfange zu zocken. Seid da einfach gespannt. Und dann freuen wir uns gemeinsam auf WoTLK Classic. Ich freue mich darauf, euch dort zu sehen. Vielen lieben Dank. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. BB, euer Hyuga.